Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python, endlich mal wieder. Ja, eine lange Zeit habe ich jetzt mal gar nichts gebracht. Sommerpause oder Abschlussarbeitspause, wie auch immer. Jetzt geht's weiter und zwar genau dort, wo wir aufgehört haben. Ich hoffe, ich werde mich jetzt nicht wiederholen, was ich letztes Video gesagt habe, aber dieses Mal geht es eben um den Unterschied zwischen den Variablen hier oben, die wir hier definiert haben, und dieser Self.Buchstabe-Variable hier unten, die wir im Konstruktor definiert haben. Diese Dinger hier oben heißen Klassenvariablen. In Java sind es Static-Variablen, falls ihr von Java herkommt. Und das hier unten sind die ganz normalen Variablen in Python oder in Java und heißen Instanzvariablen. So, und das ist auch schon im Prinzip der ganze Trick dabei. Diese Dinger hier unten, also der Buchstabe in dem Fall, ist eine Instanzvariable. Das bedeutet, jede Instanz, also diese Instanz hier ist eine Instanz, und wenn ich jetzt hier Instanz, ich kopiere das einfach mal hier raus, wenn ich jetzt das hier mache, so, dann kann ich hier was anderes angeben und es ist tatsächlich auch was anderes. Diese Instanz ist eine andere Instanz der Klasse wie die Instanz 2 hier. Also die beiden unterscheiden sich. So, für beide Variablen, also Instanzen von MyClass, gilt aber, dass die sich hier oben gleich sind. Also diese 42 ist bei der Instanz 1 dieselbe 42 wie bei der Instanz 2. Genauso hier für diesen String-Zeichenkette. Und das können wir hier sehen, wenn wir diese Do-Something-Methode aufrufen. Und zwar sagen wir hier jetzt nämlich Instanz. Also wir beziehen uns auf diese erste Instanz hier, nicht auf die zweite, sagen hier do something und schreiben hier in diese neue Zahl 1337 oder 1337 rein. Und jetzt lasst uns hier mal einfach Punkt Zahl ausgeben, nicht Punkt Buchstabe. Wir könnten eigentlich mal mit dem Buchstaben anfangen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. So, ja gut, ich habe es noch nicht. Okay, sagen wir Python First Try, auch wenn es nicht mehr der First Try ist. So, haben wir Z. Also das ist diese Instanz hier oben, der wir Z zugewiesen haben. Und hier haben wir dieses A drin. Das hätten wir auch einfach rauslassen können, wenn wir das hier als Defaultwert rein haben. Aber ist ja egal. Und hier unten wählen wir jetzt einfach mal die Instanz 2 aus und gucken, ohne dass wir was anderes wählen. Also wir geben hier nur was anderes aus. Wir ändern nichts am eigentlichen Code. Sondern wenn wir das jetzt ausführen, kommt ein A raus, wie wir es erwarten würden. Das heißt, die beiden hier haben unterschiedliche Buchstaben. Also dieses Buchstaben hier ist was anderes. So, wenn wir das Ganze jetzt hier mit der Zahl machen, fangen wir auch wieder bei Instanz 1 an. Und wir sehen, okay, die Instanz 1 haben wir hier zugewiesen, ist 1337. Also 1337 sage ich jetzt einfach. Geht besser von der Hand. Und das ist ja genau das, was wir vorhatten. Wir wollten hier diese Do-Something-Methode aufrufen, die uns diese Zahl hier überschreibt. So, wenn wir das Ganze jetzt mit der Instanz 2 machen, wird spaßig. Denn die verhalten sich jetzt genauso, wie sich diese die Instanzvariablen verhalten. Also diese Klassenvariable hier verhält sich so wie eine Instanzvariable. So, jetzt kommt aber der Witz dabei. Und ich finde, das ist ein bisschen blöd zu kapieren, aber muss man halt leider durch. Ich habe schon mal davon gesprochen, diese Variablen sind, also diese Zahlen hier oder Integer-Variablen sind immutable. Das bedeutet, das sind atomare Variablen und werden direkt vom Compiler halt als solche erkannt. Während Listen, Achtung, Strings sind da ein bisschen eigen, Listen sind mutable Variablen. Das bedeutet, sie sind keine primitiven Objekte und können verändert werden. Also wirklich Referenzen ändern und so ein Spaß. Also merkt euch einfach, es gibt einen Unterschied zwischen primitiven Variablen, sowas wie Zahlen, und es gibt nicht primitive Variablen. Instanz ist zum Beispiel auch eine nicht primitive Variable. Die werden über Referenzen berücksichtigt. So, wenn wir jetzt hier eine Liste erstellen und hier drin dann einfach sagen, sagen wir einfach mal hier, genau, self.list. Und dann nehmen wir die Funktion append wieder, also wir hängen was hinten dran an die Liste und sagen hier einfach, okay, die neue Zahl. So, und dann schauen wir uns hier an, was bei der Instanz, Achtung, wir rufen hier die Funktion immer noch über die Instanz auf und hängen hier diese Zahl 1337 einfach dran. Ist egal, was wir da dranhängen, nur zum
zeigen, was da passiert. So, List. Also ihr habt gesehen, wenn ich Instanz 1 und Instanz 2 die Zahl hier verglichen habe, die ich hier geändert habe, hat sich nichts geändert. Also wie erwartet, in Instanz 1 1337 als Zahl, Instanz 2 hatte 42 als Zahl. So, jetzt bei der Liste kommt für die Instanz 1 1337 raus. So wie wir es erwarten würden. Wir fügen das ja im Prinzip auch als erstes Objekt hier ran, ist relativ primitiv. Wenn wir jetzt das Ganze über Instanz 2 angucken, wir ändern hier nicht den Aufruf, der ist immer noch derselbe, aber wir gucken uns jetzt die Liste von Instanz 2 an, dann ist da auch 1337 drin. Und das ist das, wo ihr vorsichtig sein müsst, denn diese hier oben, diese Klassenvariablen, die mutable Klassenvariablen, also nicht primitive Variablen, die können oder die sind für alle Instanzen dieser Klasse gültig, also in etwa so wie static. Genau. Ja, wenn ihr das anders haben wollt, also wenn ihr nicht wollt, dass die Instanz 2 jetzt hier auch noch was anderes kriegt, dann nehmt ihr einfach das hier raus, schreibt es hier rein und packt das hier natürlich ein bisschen weiter rein und schreibt hier ein self.list rein in den Konstruktor und schon habt ihr die leere Liste zur Verfügung, allerdings als Instanzvariable, nicht mehr als Klassenvariable, und ihr seht, hier hat die Instanz 2 eine leere Liste, während die Instanz 1 eine 1337 in dieser Liste drin hat. Gut, ja, das wäre es eigentlich für heute auch schon wieder. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Es funktioniert immer noch ein bisschen anders wie in Java, aber fast gleich. Zumindest mit nicht primitiven Objekten schon. Gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal und wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.